Kennen Sie viele Schauspielerinnen, die im Alter von 14 Jahren für einen Oscar nominiert wurden? Hier ist einer von ihnen, Hailee Steinfeld. Steinfeld wurde für die Rolle von Mathie Ross in Trügried ausgewählt, als sie 13 von 15.000 Bewerbern war. Für diese Rolle erhielt Steinfeld eine Nominierung bei den 83. Oscar-Verleihungen als beste Nebendarstellerin. Eine stilisierte Geschichte. Der Rache vor dem Hintergrund eines klassischen Western. Die 2010 von Trügried nachgebrachte Nacherzählung der Coen Brothers, die eindeutig im Roman von Charles Portis und nicht in der anschließenden Verfilmung mit John Wayne verwurzelt ist, ist denkwürdig eine Reihe von Gründen, nicht zuletzt eine brillante, zu zählen raubende Leistung von Hailee Steinfeld. Bei ihrem Spielfilmdebüt übernimmt die 13-jährige Schauspielerin die zentrale Rolle von Mattie Ross, einem findigen Teenager, der einen dreisten US Marshal einsetzt, der den Ruf hat, den Mörder ihres Vaters zu jagen. Hailee bekam die begehrte Rolle nach einer umfangreichen Suche bei der zwei Casting-Agenten für 18 Monate Mädchen im ganzen Land vorwählten. In ihrem bisher größten Projekt glänzt sie eindrucksvoll unter einer Ensemble-Besetzung, zu der Jeff Bridges als Mathies gemietete Waffe Roster Cockburn gehört, Josh Brolin als Mörder ihres Vaters, Tom Kanin, Barry Pepper als Anführer der Karn-Eilbande und Matt Damon als Texas Ranger, der sich der Fahndung anschließt. Hailee Steinfeld wurde am 11. Dezember 1996 in Tazana, Kalifornien, als Innenarchitekt Cherry und als persönlicher Fitnesstrainer Peter Steinfeld geboren. Sie hat einen Bruder Griffin. Ihr Enkel ist Jack Steinfeld, ein Fitnesstrainer, und ihr Großonkel ist Schauspieler Larry Domazin. Ihr Vater ist aschkenasisch-jüdischer Herkunft und ihre Mutter ist Filipino, Afroamerikaner, Engländer und Deutsche. Hailee hat eine typische Karriere für eine Hollywood-Schauspielerin. Schon früh spielte sie in mehreren Kurzfilmen, um Erfahrungen zu sammeln. Sie spielte die Rolle von Talia Alden in dem Film She is a Fox 2009, der mehrere Auszeichnungen erhielt. Im Mai 2011, 5 Monate nach der Veröffentlichung von Trügried, wurde Steinfeld als neues Gesicht der italienischen Designermarke Miu Miu ausgewählt. Im Jahr 2011 wurde Steinfeld in einer Verfilmung von Shakespeares Romeo und Julia mit Juliette Capuletti besetzt. Die Rolle war ursprünglich für eine 22-jährige Schauspielerin gedacht, da die Befürchtung bestand, dass sie gebeten werden sollte, nackt im Film zu erscheinen, erklärte der Regisseur, dass das Drehbuch zu Steinfeld geändert wurde, um es altersgerecht für einen 14-Jährigen zu machen. Der Drehbuchautor fügte hinzu, die Reinheit des Films sei wichtig und die Hauptfiguren lieben sich erst, wenn sie verheiratet sind. Der Film würde 2013 in internationalen Rezensionen veröffentlicht.
Steinfeld spielte Violet, eine der Hauptrollen in dem Liebesdrama. Der Film wurde in den USA in einer begrenzten Auflage veröffentlicht. Steinfeld spielte als Petra Arkanjan in Ender's Game, einem Science-Fiction-Action-Adventure-Film, der auf dem Buch von Orson Scott Card basiert. Der Film wurde 2013 veröffentlicht. Steinfeld spielte die Hauptrolle in The Age of 17, einer Komödie mit Blake Jenner, Woody Harrelson und Kyra Sedgwick, die von Gary Fremont Craig geschrieben und inszeniert wurde. Steinfeld unterschrieb, um in dem gleichnamigen Film mit bumblebee-zentrierten Transformers zu spielen, und wiederholte ihre Rolle als Emily Junk in Pitch Perfect. Drittens betrachten Sie die Hauptgründe für die Beliebtheit von Steinfeld. Erstens das Auftreten von genetisch bedingtem Mischen aus dem philippinischen, afroamerikanischen, irischen und deutschen Blut. Zweitens frühe Erfolge im Kino. Drittens ist dies natürlich ihre Jugend und natürlich Ausdauer in der Schauspielkarriere. Die Popularität trägt zu der außergewöhnlichen Aktivität in sozialen Netzwerken bei. Wie Steinfeld selbst zugibt, Fackelblock ist mein Leben. Aber alles ändert sich in dieser Welt. Mal sehen, wie Steinfeld in der Zukunft vollwertige Rollen von erwachsenen Frauen spielen wird, weil die Jugend nicht ewig ist.